Hallihallo, liebe Leute, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Ich starte unsere Uhr. Ihr habt es gerade schon gesehen im mittleren Bildschirm. Und zwar ist die Ordensmission auch schon wieder abgeschlossen. Also die, hier, wie heißt sie denn hier? Wohin will, ist doch ein Weg. Ja? Die Vorbereitung für das Oculus. Da haben wir eine weitere Mission abgeschlossen. Das heißt, uns fehlen dann noch vier. Wir müssen gleich nur noch in die Ordenshalle, um die dann auch wirklich finally abzuschließen. Was ist das denn hier? Euch fällt ein Fetzen Papier auf, der aus dem Geröll hervorlugt. Ihr räumt die Steine vorsichtig zur Seite und entdeckt die Überreste einer alten Schriftrolle. Die Tauchenhandschrift ist etwas archaisch, aber ein Wort könnt ihr entziffern. Retu. Okay, anscheinend können wir da auch die nächste Stufe jetzt bald lernen. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, welche Mission ist denn hiervon am sinnvollsten? Das ist Schlachtzug. Das gefällt mir nicht. Ist zu viel Plimbim. Die ist gut. Dafür müsste ich jetzt nur eben kurz den Teleporter benutzen. Dafür muss ich den Tele... Ah, wartet mal eben kurz. Fällt mir auch gerade ein. Spezifisch. Augacharas Gruppe finden. Let's go. Vielleicht finden wir ja was. So. Hier ist das Portal. Jetzt muss ich nur noch das Richtige... Ja, komm, Junge. Wir haben gar nicht mehr genug Mana, Hauptsache. Teufelszehenbastion. Ich muss mal wieder anfangen, ein bisschen vermehrt Mana einzusammeln, fällt mir auf. Also, wenn wir weiter immer solche Probleme haben... Die Verdorben müssen für unseren nächsten Angriff bereit sein. Die Teufelszehenbastion kann ihre Teufelsresistenz stärken. Sag mal, wie kommt man denn jetzt hier nochmal raus? Einfach straight geradeaus da hinten? Ich glaube schon. Ja, sehr schön. Beautiful, beautiful. So, dann machen wir mal. Da hinten sehe ich auch schon. Hier ist schon die erste. Machen wir eben nochmal kurz hier den Verderber weg. Das Teleportsystem in Surama ist schon praktisch. Man muss es wirklich anerkennen. Na komm, dämliche. Oh Gott, der hat mir die geklaut. Bastardo! Willst du dich mit mir anlegen, mein Freund, hä? Ich muss jetzt andere Kugeln suchen. Da hinten, der Penner klaut mir hier die Butter vom Brot. Ich krieg die Krise. Ich reiße euch jedes Glied einzeln aus. So. Basilisken ausschalten. Zack. Kann ich nicht kürschnern, weil ich hier verbrenne. So. Hier. Zack. Fällt mir gerade auf. Vielleicht kann ich ihn doch... Ja, von hier. Ich kann ihn auch nicht mal kürschnern. Ich muss ihn bergbauen. Und wir kriegen hier schon wieder eine Quest. Nichts wird uns aufhalten. Was wie ein weiterer Brocken Teufelsschiefer aussah, ist in Wahrheit ein Humanoidenherz. Es ist vollständig in Gestein eingebettet und nicht mehr mit Blut, sondern einer grässlichen, dämonischen Substanz gefüllt. Es scheint nicht zu der Bestie zu gehören, aus der ihr es herausgeschnitten habt. Die Höllenbestie scheint es vielmehr als Andenken bei sich getragen zu haben. Glücklicherweise habt ihr es nicht mit der Spitzhacke beschädigt.
Ihr solltet es Teufelsschmieden Nalrissra zeigen. Die ist doch hier in Surama. Aber gut. Ja, hier. Hier ist sie. Aber egal. Wir wollen jetzt erstmal hier die nachtsichtigen Core-Quest abgeben. Arbeit abgeschlossen. Als erste Aktion. Shit, hätte ich jetzt auch anders machen sollen im Nachhinein. Hab ich gerade aber nicht so dran gedacht. Egal. Ich hätte erst zurückgehen sollen. Unsere Isolation ist vorbei. Danke. Hat die noch eine Folgequest für uns? Nee. Tja. Lebt wohl. Der Nachtbrunnen ruft mich. Surama muss frei sein. Das bedeutet... Achso, ja, warte mal eben kurz. Das kann ich auch mal kurz benutzen. Okay, was ist in der Truhe drin? Nacht 55er Halskette. Da frage ich mich aber doch mal dezent. Wenn die aufgewertet war, was war die denn vorher? 8,45 oder was? Holy fuck, ey. Was muss das für ein Crap gewesen sein, wenn das aufgewertet war? Naja. Gehen wir kurz nochmal verkaufen. Zack, zack, zack. So, Layblut und diese komischen Kois werde ich behalten. Und jetzt werde ich eben kurz dieses komische, getrocknete, versteinerte, was auch immer Herz abgeben. Was ich ja auch insgesamt eigentlich ganz cool finde, diese Geschichte mit den, Berufssteigerungen, die unabhängig von deinem Skill, glaube ich, sind. Also, dass du hier und dort einfach immer eine Quest bekommen kannst, um deine Berufsfähigkeiten zu verbessern. Das sagt mir persönlich sehr zu. Ich finde, das ist eine schöne Idee. Warte mal, 19 Mana. Davor habe ich mich immer darüber beschwert, dass ich zu viel von dem Scheiß habe und die ganze Zeit gecappt bin. Aber mittlerweile komme ich doch an einen bestimmten Engpass. Ondri. Meine Schwester Ondri war die erste von uns, die mit dem Bergbau begann. Und sie war auch die erste, die verloren war. Irgendein Schreckenslord, der Netherim, hatte sie überzeugt, ausgerechnet ihr Herz durch einen Teufelsschieferbrocken zu ersetzen. Ich habe diesen Schreckenslord persönlich getötet, aber ich konnte das Herz nicht finden. Das hier muss es sein. Tut mir leid, große Schwester. Ihr sollt nicht umsonst gestorben sein. Wir werden aus euren Fehlern lernen. Okay. Lebenden Teufelsschiefer. Whatever. Seid ihr alles bereit? Na gut. Würde ich mal sagen, auf zum Mondschleier-Sanktum. Was anderes haben wir gerade sowieso nicht zu tun. Da muss es jetzt vorwärts gehen. Was sagt denn unser Ruf bei den Nachtsichtigen? Immerhin wohlwollend schön. Das ist nicht schlecht. Markiert ist es auch. Elfenbann hat 17 Millionen Leben. Wäre möglich, eventuell für uns auch alleine ihn zu erledigen, aber es wäre mit einem nicht ganz unerheblichen Aufwand verbunden. Und die Belohnung ist ungewiss. Was ist das da für eine Leylinien-Zuleitung? Ist die hier drin? Ist das ein Teleport? Nee, ist es nicht. Das ist unter uns. Falsche Ebene. Also kann ich auch weiterlaufen.
Na komm, dann erledige ich dich eben. Eine. Warte, du sollst auf den hier gehen. What the fuck? Was war denn das bitte? So. Oh Gott, wie kommen wir denn jetzt hier über den großen Teich, hä? Die mounten mich doch jetzt bestimmt gleich erstmal ab. So wie ich das kenne. Nein? Auch gut. So, was ist hier? Fester Boden und wo? Oh, jetzt bin ich ab... Oh, shit. Ich wurde aber nicht durch Ads abgemountet, sondern... Nein. Nein. Oh, for fuck's sake, ich wusste es. Scheiße, was will ich denn jetzt hier? Hier will ich gar nichts. Und wie komme ich hier vor allen Dingen wieder raus? Oh Gott, ich krieg die Krise. Gnade. Gnade. Ah, sofort wieder raus, weil ich vergiftet bin. Oh, ich krieg die Galle. Ich krieg die fucking Galle. Es ist doch echt nicht zu fassen. Es kommt ja wie gerufen. Bloß weg hier, ey. For fuck's sake. So. Hier müssen wir hin. Ich hoffe, das sind gute Leute. Es fehlt schon wieder einer. Halleluja. Ein DD. Nee, das bin ich. Hä? Warum sind hier nur 4 angezeigt? Ach, 23. Wollt ihr mich verarschen? Was macht denn so ein Krüppel in meiner Gruppe? Oh Gott, wir haben die letzten Noobs hier. 8-4. Oh Gott. Ja, das wird wohl richtig anstrengend werden, hier durch zu flitzen. Kann nur hoffen, dass der Tank entsprechend gut ist, aber es sieht so aus. 877. Boah, ey, jetzt habe ich hier gewartet und im Zweifel wipen wir gleich beim ersten Boss. Man ist halt in einer gewissen Art und Weise irgendwann verwöhnt. Ja? Wenn man an einer bestimmten Stelle im Addon ist. Und ich habe es ja auch schon mal erwähnt, also... Ich fände es in Ordnung... Wenn man irgendwie pro Gruppe irgendwie einen schlechten DD dabei hat. Ja, einen Noobie-DD, einen, der mit meinetwegen unter 900er Item-Level hat. Wobei 820 echt schon bitter ist. 820 bedeutet, er hat echt gar nichts drauf. Boah, habt ihr den Damage gesehen von dem Trinket? Ich darf das nicht vergessen, dass ich das Ding habe. So treffen wir uns wieder, Schwächling. Nur ihr und ich und meine Wachen. Boah, da kommt ja gar kein Damage. Dich. Versteht ihr das? Warte mal, ich mach 50% des Schadens. War allerdings auch ein guter Kampf für mich, ne? Also, oh, guckt euch die beiden DDs an. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
Das wird ein Albtraum werden. Weil das jetzt hier noch einigermaßen klar ging, aber wenn das dann später... Oh, for fuck's sake, das wird echt beschissen werden. Wie kommt man denn mit überhaupt mit so einem niedrigen Item-Level in die Heroes rein? Bestimmt irgendwie wieder geschummelt. Wie dem auch sei, liebe Leute. In dieser Stelle mache ich eben kurz einen Cut. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und dann geht's weiter mit Let's Play World of Warcraft und mit dieser wunderbaren Gurkentruppe im Auge von Ajara. Macht's gut, bis gleich, ciao.